Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal wieder ein aufgebraucht Video, denn wie ihr wisst, ich brauche immer sehr viel auf und da sammelt sich innerhalb von ein paar Wochen mega viel. Deswegen dachte ich mir, ich drehe heute wieder eins und ja, da würde ich sagen, ich hoffe es wird nicht zu lang und ja, fangen wir sofort an. Und zwar greife ich mal in meine Tüte und da habe ich zuerst ein Haarspray, das ist von L'Oréal Paris, das Elnit Deluxe. Die haben immer alle keinen Namen, deswegen, das ist das mit dem roten hier für koloriertes, beanspruchtes Haar. Und ja, ich fand es ganz gut. Es hat jetzt nicht ewig die Haare halten lassen. Also sie haben schon nach einer Weile wieder, oder sind nach einer Weile wieder geflogen. Deswegen bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. Dann habe ich das hier, und zwar ist das von Ethermal Avon, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Thermalwasserspray und ja, das ist einfach dazu da, um sich zu erfrischen oder sein Make-up zu fixieren und hin und her. Ja, ich habe es sehr gerne benutzt, um mich, wenn es sehr heiß war, zwischendurch mal zu erfrischen im Gesicht oder sowas. Und ihr könnt euch das auch ins Gesicht sprühen, wenn ihr Make-up drauf habt, da verrutscht nichts oder verschmiert irgendwas. Und jetzt zum Schluss habe ich es eigentlich immer nur benutzt, um meinen Beautyblender anzufeuchten. Dafür war das auch sehr gut und ich habe auch noch zwei Flaschen davon, deswegen. Ja. Dann habe ich das hier und zwar ist das von Balea ein Rasiergel, das Oriental Flower. Es war einfach ein ganz normales Rasiergel, das roch halt sehr gut und man konnte sich damit sehr gut rasieren. Also es war einfach weich zur Haut und war ganz gut. Dann habe ich ein Haarspray und zwar ist das von L'Vital, das Energiepflege-Shampoo für normales bis schnell fettendes Haar. Ja, ich war jetzt nicht so überzeugt davon, denn ich habe mal wieder, ich dachte, ich gebe ihm nochmal eine Chance von L'Vital, aber irgendwie habe ich davon auch wieder trockene Kopfhaut bekommen und sehr viele Schuppen. Deswegen, ja, war ich leider auch nicht so überzeugt davon. Also meine Haare hat es nicht wirklich gepflegt. Dann habe ich das hier und zwar ist das von Original Source, das Vanille und Himbeere Duschgel oder Duschbad. Nein, hier steht drauf Duschgel. Das habe ich ja als Probegröße. Das fand ich ganz gut, weil das einfach mega gut roch und das hat euch einfach, oder das erfrischt einen einfach richtig gut. Dann habe ich das hier und zwar ist das von Adidas, das Control Ultra Protection Cool & Care Deo Spray. Das hatte ich hier als kleine Größe. Das habe ich immer meistens für die Handtasche gehabt oder um mich nach dem Sport zu erfrischen. Und ja, es hat jetzt, also es ist einfach so, dass es einfach gut gerochen hat, aber jetzt nicht irgendwie vor dem Schwitzen geschützt hat oder so. Aber es roch halt ganz gut. Dann habe ich das hier und zwar ist das von Alverde ein Haarerfrischer. Malve Holunderblüte, ja, das habe ich mir einfach immer auf die Haare gesprüht, damit sie gut riechen. Leider hat es nicht sehr lange angehalten, was ich sehr schade finde, aber es roch am Anfang ganz gut. Nach einer Weile hat es irgendwie dann immer ein bisschen komisch gerochen, aber es hat dann wie gesagt leider nicht so lange angehalten, deswegen würde ich es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich das hier und zwar ist das von 007 ein Duschgel und das roch auch mega, mega gut und es hat auch, der Geruch hat auch nach dem Duschen eigentlich noch ganz gut gehalten eine Weile und ja, es war auch ganz angenehm zur Haut. Dann habe ich das hier und zwar ist das von Balea eine Pflegecreme für Gesicht und Körper. Ich habe das immer auf meine Beine und meine Arme und sowas zum, also quasi als Bodylotion benutzt. Fand ich ganz okay. Hat jetzt nichts Weltbewegendes gemacht. Es hat aber meine Haut gepflegt und sie hat sich danach auch nicht trocken oder so angefühlt. Deswegen fand ich es ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es das auch als große Größe gibt. Dann habe ich hier ein Puder und zwar ist es vom P2, das Nearly Nude Compact Powder. Ja, das fand ich immer sehr, sehr gut. Allerdings gibt es das nicht mehr. Beziehungsweise es gibt nur noch eine andere Verpackung, aber das ist auch nicht dasselbe. Ja, das ist in der Farbe 020 Ivory Shell. Und ja, das hat immer relativ lange gehalten, also auch mein Gesicht mattiert und sowas. Aber leider gibt es das nicht mehr. Und ich bin sehr traurig darüber, weil ich das sehr, sehr mochte. Und dann kommen wir schon zu der letzten Sache. Und zwar ist das hier, worüber ich sehr, sehr enttäuscht bin. Und zwar ist das ein Lidschatten für die Augen. Wofür soll sonst ein Lidschatten sein? Aber halt so ein Stiftlidschatten von, ich kann das leider nicht mehr lesen,
Poirier Paris, also ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das so ein brauner Glitzerton. Ja, und den habe ich sehr, sehr gerne benutzt, muss ich dazu sagen. Der war richtig, richtig schön. Allerdings, als die Spitze zu Ende war, war sie auch alle. Also der Stift, den kann man weder hochdrehen noch sonst irgendwas. Ich werde den jetzt vielleicht mal noch auseinandernehmen, um zu gucken, ob da irgendwas kaputt ist drinne. Aber das heißt, man hatte nur so wenig Produkt, ja. So groß war noch nicht mal die Spitze, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob der Stift hier kaputt war oder so, aber falls nicht, dann bin ich echt enttäuscht davon, denn das ist echt eine sehr teure Marke. Und ja, ich fand den echt mega gut, nur leider viel zu wenig Produkt. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch den gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Wie immer, jeden Freitag um 12 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch, ich habe vergessen, wie ich meine Videos beende. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.